sport. It's in the game. Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu FIFA 16 Karrieremodus. Wir zocken jetzt direkt mal los, und zwar durch das EA Access Programm auf der Xbox One. Dort kann man das ein paar Tage vor Release schon anzocken für 10 Stunden, also die Vollversion. Zwischendurch, irgendwann mittendrin, werde ich dann auf die PS4-Version switchen, weil die Version werde ich mir kaufen. Bin noch nicht ganz sicher, wie ich das genau machen werde. Denn ich möchte nicht nochmal komplett von neu anfangen, also werde ich es vielleicht simulieren oder so. Mal gucken, ist auch egal jetzt erstmal. Wir zocken das Ganze hier mit Dortmund. Ja, weil ich einfach Dortmund-Fan bin, also nehme ich auch Dortmund, ist ja klar irgendwie. Und das habe ich auch die letzten Jahre gemacht. Und die letzten Jahre kamen deswegen direkt mal ein paar Beleidigungen rein. Ey, du Hurensohn, wie kannst du Dortmund-Fan sein und so weiter. Macht das gerne, habe ich kein Problem mit. Ihr macht das einmal und dann seid ihr weg. Ja, für alle, die normal denken können, auch wenn ihr einen anderen Club habt, wir wollen Spaß haben, ja. Ich habe nichts gegen deinen Club, wenn du nichts gegen meinen hast, ist doch auch scheißegal. Und selbst wenn, juckt es mich doch einfach nicht. Es juckt mich doch einfach nicht, das ist doch der Punkt. Wir wollen Spaß haben, ich will Spaß haben an diesem Let's Play und das am besten natürlich gemeinsam mit euch, ja. Ich habe ja schon ein paar Videos zur FIFA-Demo gemacht und da auch ein paar Worte zum Karrieremodus verloren. Wenn ihr Bock habt, dass es ein bisschen länger geht, dann lasst auf jeden Fall ein bisschen Unterstützung da und das in Form von Tipps, ja. Letztes Jahr haben mir einige Leute ein paar Tipps geschrieben, welche Spieler ich mir doch vielleicht holen kann, der sich gut entwickeln wird. Und wenn ihr das jetzt dieses Jahr auch schon wieder habt, haut sie raus, haut sie einfach raus. Ansonsten habe ich schon ein, zwei Spiele, ja, so rum, in Ausblick, die ich mir gerne holen würde für Dortmund, allerdings ist das Transferbudget jetzt nicht das höchste, wie man sieht. Deswegen müssen wir mal gucken, was wir da machen. Ich kann auf jeden Fall erstmal das Gehalt senken, dass ich ein bisschen mehr Kohle habe. Denn ein Spieler, den ich mir gerne holen würde für Dortmund, wäre Bellarabi. Ansonsten, wir können jetzt noch unterstützen. Ganz klar, lasst einfach ein Like da, unterstützt das Let's Play. Ist ganz simpel, es ist einfach das Einfachste, was man machen kann. Damit ich direkt sehe, ah, die haben Bock drauf, ah, das gefällt denen. Alles klar, super. Denn, ja, wie gesagt, ist ja auch klar, wenn ihr Bock habt, unterstützt es, wäre natürlich super. So, wie gesagt, ich würde mir gerne Bellarabi holen für Dortmund. Wird ja auch passen auf die rechte Seite. Und 27,5 Millionen hat der Wert. Ich biete mal 24, ja. Mal gucken, ob wir direkt so ein bisschen den Preis drücken können. Denn die stellen sich schon eine Summe vor, wie ihr gerade rechts gesehen habt, die ja, ein bisschen zu hoch ist für uns. Und deswegen finde ich es ganz cool, dass es jetzt Vorbereitungsturniere gibt. Habt ihr auch vorhin beim Start gesehen. Ich habe direkt eins angenommen. Ich habe mal kurz ein Spiel reingeguckt in den Karrieremodus. Damit ich mich nicht komplett blamiere direkt. Ist, wie gesagt, auf der Xbox One dementsprechend mein zweites, drittes Spiel. Jo, ist okay. Ihr wollt 50 Millionen, Junge. Ich komme nicht aus England. Ich kann euch nicht so viel geben. 30 höchstens, komm. Mach jetzt keinen Scheiß. Muss mal gleich gucken. Ich könnte ihm vielleicht auch im Tausch ein Spieler anbieten. Ach, ich sollte mir Wayne Rooney anschauen. Ist bestimmt ein Geheimtipp, oder? Scout? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es ein Geheimtipp. Gut. So, bevor wir direkt ins erste Spiel gehen, machen wir mal hier die Aufstellung. Reus. Ah, Weigl ist drinne. Mein Gott, es ist immer ein Krampf, da in der Mitte den zu treffen, genau. So. So ist gut, würde ich sagen. Dann Schein noch hier reinnehmen. Bender ist am Start. Ja. Durm. Na, wir haben schon zwei gute Abwehrspieler. Durm ist zum Beispiel so ein Spieler, den habe ich bei FIFA 15 ganz gerne mitgenommen ins Team. Hab dem gut Spielzeit gegeben und der hat sich echt gut entwickelt. Nein. Wir wollen doch jetzt weiter zocken erstmal.
Also, wie gesagt, wenn ihr da Tipps habt, haut einfach mal gerne raus. Ja, vielleicht aber was realistisch ist. Letztes Jahr wurde mir dann empfohlen, ich sollte doch einfach mal Ronaldo kaufen. Direkt zum Start. Okay, ich krieg wahrscheinlich Ronaldo für 25 Millionen. Könnte klappen. Ablehnen! Nervt nicht, den verkaufe ich nicht. Ich brauche auf jeden Fall zumindest einen Ersatz für Obama Young. So. Spielen wir direkt mal das erste Spiel. Spiel auch nur auf, also nur für mich reicht es vollkommen auf Profi. Ich bin kein krasser Spieler, ich weiß, müsst ihr mir nicht erzählen, aber wie gesagt, anfangs, ich möchte Spaß haben. Und auf Profi kann ich noch gerade so Spaß haben. Deswegen spiele ich auf Profi. Das ist auch eine simple Erklärung eigentlich. Aber ja. Ich treffe das Lattenkreuz, Moment. Naja, fast. Gut, schauen wir mal. Erstes Spiel im Einladungsturnier. Das muss ich sagen, ist eine coole Neuerung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese ganzen Testspiele vor der Saison habe ich nie gezockt, weil die einfach langweilig sind. Die bringen mir nichts, nicht wirklich was jedenfalls. Und jetzt hat man halt so ein Vorbereitungsturnier sozusagen, wo du nochmal ein bisschen Cash verdienen kannst. Ist schon mal eine coole Neuerung. Und ja, was Nettes halt. So. Direkt den Ball verloren. Was nicht so nett ist. Und ja, mal gucken. Gegen wen spielen wir eigentlich? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Was ist denn das? Gegen einen Autohersteller? Hyundai? Jeonbuk Hyundai. Was ist das? Südkoreaner? Oder was soll das sein? Ich weiß es nicht. Bei den Namen, nach den Namen zu urteilen, könnte es wirklich Korea sein. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Obama Young! Schön, schön, schön. Bisschen weit vielleicht, aber in der Mitte wartet direkt einer. Den musst du direkt reinkloppen. Was ist los? Mach ihn doch rein! Mkhitaryan! Der. Oh Mann. Armin ist Nummer 1 übrigens. Bester Spieler Armin ist. Gut, schauen wir mal, was ich so erreichen kann. Wäre natürlich schön, wenn wir das Turnier direkt gewinnen. Bisschen mehr Cash haben. Aber mal gucken, ne? Ansonsten vielleicht gerne nochmal von euch einen Kommentar zu dem Kommentar. Ob ich den komplett ausstellen soll oder nicht. Weil es könnte ja vielleicht ab und zu mal nerven, wenn drei Leute reden und vier davon sind Spastis. Könnte vielleicht ein bisschen nerven. Ansonsten gibt es ja auch die eine oder andere Situation, wo ich mal die Klappe halte. Und dann einen Kommentar haben, einen spitzen Kommentar, ist vielleicht auch nicht so schlecht. Also schreibt das gerne mal, soll ich den komplett ausstellen, soll ich ihn leise stellen, etc. Was gefällt euch da besser? Ist natürlich auch perfekt, jetzt hier erstmal sich auf der Xbox One einzuzocken, zu versuchen einzuzocken und dann wieder auf die... Was ist das für ein Bambusschuss? Warum zieht der nicht so ab wie in FIFA 15? Solange wie ich den Knopf gedrückt hätte, wäre der Dollar gekommen da, definitiv. Was wollte ich sagen? Ach so, ja, jetzt erstmal auf der Xbox One einzocken, dann ist PS4. Yo. Der war doch gut. Die Schüsse kommen ein bisschen komisch. Muss man sich erstmal an alles gewöhnen, ne? Oh, der kommt nicht raus. Der Torwart, was ist hier los? Was ist hier los? Ah, oh, ich dachte, ich stoche den irgendwie Müller-mäßig rein. Das wäre auch so ein Spieler, den hätte ich unnormal gerne bei mir. Müller, aber... Naja, wenn Menu den nicht für 120 oder... Was haben die geboten? 120, 130? Dann kriege ich den auch nicht für 20. Ein guter Doppelpass. Ach, Müller wäre krass. Den Spieler finde ich auch geil einfach. Müller ist eine geile Sau. Hasse. Komm schon, Obama! Obama Young, was machst du denn? Aber da hat man gerade eben schon wieder gemerkt, das Allheilmittel ist verschwunden, einfach einen hohen Pass reinspielen.
hinter die Abwehr und dann hast du direkt schon den Weg frei. Das haben sie hier verbessert. Es wird halt wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis alle wieder wissen, was ist die Taktik, um direkt die Verteidigung auszuspielen. Oh Mann, ey, die Flanken immer von mir, die sind unnormal schlecht jedes Mal. Alles andere als ein Sieg gegen den Verein hier wäre ein bisschen scheiße, möchte ich mal behaupten. Aber irgendwie sieht es nicht ganz so gut aus. Ich meine, ich hatte schon ein, zwei Chancen, aber es kann sich ja jederzeit schnell drehen, wenn man das Tor nicht macht. Oder? Und wie in der Demo ist es auch hier dieses Hinterherrennen. Die haben so eine krasse Ballkontrolle, übelste Pässe spielen die hier. Was ist das für ein Verein? Anderthalb Sterne, die passen sich hier einen Wolf ab. Barca-mäßig, Barca-Light so. Das ist ein bisschen komisch alles. Und ich renne nur hinterher. Wie so ein Affe. Ich komme mir vor jedenfalls wie so ein Affe, wenn ich die ganze Zeit hinterher laufe. Ballbesitz, ja. Seht ihr, das meine ich. Was ist los? Ich mache alles falsch schon. So kann man sich den Ball auch mal vorlegen, Mensch. Oh Leute, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus für mich. Das ist nichts gut gewesen, nichts gut. Nein, nichts gut. Und die zweite Hälfte vom Eröffnungsspiel läuft. Und ich bin mal gespannt, wie sie. Ich frage mich auch immer direkt dann, warum ist das eigentlich so? Warum laufe ich nur den Leuten hinterher? Das ist so nervig. Du kommst dir so dumm und scheiße vor direkt. Aber ist auch klar, wenn ich jeden Pass fast daneben spiele, ist er halt weg. Seht ihr, das meine ich! Warum spielt er den nicht schräg nach unten und gerade? Was ist los hier? Direkt schon zocken am Limit hier. Bitter Jack. Komm! Oh, shit! Marin! Abseits? Nein. Tor! Huhuhu. Ach, was ein Glück, Alter. Das war schon Müller-mäßig. Einfach reingestochert. Leute. Was mache ich da für eine Scheiße eigentlich? Tor! Das ist das erste Tor des Let's Plays. Hammergeil. Oh Gott, Leute. Ganz schlimm, ich muss mich so übel einzocken. Auch da, wenn ihr da irgendwie Tipps habt oder sowas, versucht das und das mal. Vielleicht passt es ja für dich. Haut einfach raus. Nein! Oh. Der wäre gut gekommen. Dann wäre ich durch gewesen mit Roy Senior. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Ey, die haben eine Ball- und Passkontrolle, das ist krass. Das ist krass realistisch, würde ich sagen. Wenn die wirklich aus Südkorea kommen. Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Aber vielleicht sind die auch der FC Bayern des koreanischen Fußballs. Und schon wieder der Ballverlust. Das meine ich. Ich habe so eine Fehlpassquote. Ich spiele einfach scheiße gerne. Aber für 1-0. Immerhin. Ein guter Doppel.
Schmelzer. So, gucken wir mal. Schön, Aubameyang. Ja, wunderschön. Geht doch. Das war schon ein bisschen besser. Alter, Gündogan wird der Torschützenkönig im Turnier? Von der zweite dem jetzt. Sah schon ein bisschen besser aus, würde ich sagen, oder? Ja, ich sag dann nur, gib mir echt ein paar Spiele Zeit. Ich versuche ein bisschen besser zu werden. Und nicht noch schlechter. So, Moment mal, ich würde gerne mal ein, zwei Wechsel vollführen. So. Schein vielleicht für Kegere. Und, oh, so. Zack. Und weiter geht's. Haben wir. Mal gucken, wie weit kannst du werfen. Ja. Bist kein Neuer. Neuer hätte ihn direkt ins Tor geworfen. Komm raus. Nein! Wow. Der war zu schwach, unpräzise. Lauf! Ist alles frei. Komm schon! Oh! Das war schon wieder Gündogan, oder? Wenn er einen Triple machen würde. Das wär's. Oh, die kommt gut! Da unten. Schein! Ach, schade, direkt noch eine Ecke. Sehr schön. Bisschen weiter weg vom Tor diesmal. Was soll das? Diese Ausfallschritte, wa? Boah, das hat mich schon bei FIFA 15 angekotzt. Diese Ausfallschritte sind immer das beste Zeichen für dein Timing-Problem. Okay. Das kann einem Marcel gar nicht passieren. Habt ihr das gesehen? Hat er sicher. Der neue Roman Romantic hat es sicher. Gut, Leute, wir haben trotzdem noch gewonnen. So, mal gucken, das ist erster Part. Ich weiß, ihr werdet es krass unterstützen. Mache ich euch den mal ein bisschen länger, ne? Warum nicht? Ah, seht ihr direkt den Erfolg freischaltet. Okay, krass. Okay, wisst ihr Bescheid. Nicht einen Foul kassiert. Gemacht. Gut. Wollen wir sagen, gucken wir nochmal ein bisschen, was wir da so transfermäßig erreichen können. Vielleicht noch ein Spiel. Sogar einen ersten Part packen für euch. Mal gucken. Die haben es immer noch nicht angenommen. Mensch. Ich will eigentlich gar nicht so viel zahlen, aber ich möchte den Spieler haben. Der wird so perfekt passen zu uns. What the fuck? Ich habe gerade gesehen, mit welchen Spiel... Ach du Scheiße, wir sind mit Madrid und City in einer... Okay. Ich habe ja nur gegen Gion Bakunde... gerade mal so gewonnen. Alles klar, ab geht's gegen City. Guck mal, Birki, Sokrates und Gündogan. Ja, sieht gut aus. So, schauen wir mal. Packen wir auf jeden Fall noch ein Spiel rein. Dann müssen wir, ich guck dann auch mal. Wahrscheinlich wird es dann irgendwann heraus draus
darauf hinauslaufen, ein Spiel pro Part oder sowas, glaube ich, ist ganz gut. Irgendwann brauche ich auch mal ein bisschen Freizeit. Ich kann ja nicht 80 Part am Tag rausgehen von FIFA. Wird wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig schnell. Ein bisschen langweilig schnell. Gut Deutsch. Ich neu im Land. Schön. Aubameyang! Oh. Sanja! Der spielt bei City mittlerweile? Okay, cool. Hat er nicht bei Arsenal gespielt? Sanja! Komm, 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 komm! Schieß direkt! Was sind das für Schüsse, Mensch? Das gefällt mir gar nicht. Ja, was hatte ich? Konter. Ich glaube, Konter bei dem, bei der City ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich weiß auch immer nie, oder wusste es noch nie so, inwieweit das wirklich was bringt, diese kleinen Taktikeinstellungen. Oh, der kommt! Oh, der war ein bisschen kurz. Nein, ich wollte zu dem da oben. Egal, ich habe doch noch den Ball. Alles klar, alles cool. Oh, Kagawa! Okay, der Trick geht immer noch. Oh Gott! Ey, wieso läuft es gegen City besser als gegen den anderen Club? Was ist hier los? Hab direkt ein Spiel gereicht, mich so ein bisschen einzuzocken. Nein! Ich dachte, ich mach den direkt rein. Das wäre so schön gewesen. So wunderschön. Gunn ist bei dem im Tor. Ist hart verletzt oder was? Auch diese Saison, ey, die englischen Club unnormale Summen rausgehauen. Teilweise Spieler gekauft für so viel Geld, wo ich mir denke, alles klar. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht, dass er so viel wert sein soll. Aber gut, was weiß ich da schon. Aber so ein... Na, es gibt so viele Spieler, Alter, so teuer. Krass. Nein, der war zu viel. Der war zu viel. Hallo, hallo. Ich wollte gerade sagen, es war ja wohl ein Foul. Der war nicht schlecht. Ich wollte ihn eigentlich an der Außenlinie so ein bisschen zu Aubameyang spielen. Komm, 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 komm. Auf da! Den hast du. Direkt nach vorne. Ah! Mann, ey! Oh,
Nicht mit Hummels. Nicht mit Hummels. Schön gemacht. Nein. Oh Gott. Das ist ein geiles Spiel gerade irgendwie. Hin und her geht's. Anfangsphase hat auf jeden Fall uns gehört, finde ich. Aber jetzt sind die mal aufgewacht. Nein. Wie abseits, was? Das ist wohl hier eine Falschaussage, würde ich behaupten. Illegal. Naja. Naja, warte mal, war der englische Spieler nicht mit dem Oberkörper über der roten Linie? Das ist auch ein Körperteil, wo du ein Tor machen darfst. Ich weiß ja nicht. Hummels Fuß war zwar auch noch da hinten, egal. Kritische Situation. Ist auch scheißegal, ist eh nichts draus geworden. Gut, 0-0 steht's noch. Natürlich cool, wenn wir... das ist den Typen in der Mitte zu treffen, ist nicht ganz so leicht. Ich weiß gar nicht, Castro kann glaube ich nicht so unbedingt auf der linken Seite spielen, aber ich will mal Reus eine Pause geben. Okay. Aufpassen. Ich sag doch nicht mit Hummels. Mit jedem, aber nicht mit Hummels. Lauf, lauf, lauf. Mein Gott. Immer das mit meinen Flanken. Das wird so oft nichts einfach. Mist! Komm, wir müssen das Tor jetzt langsam mal machen. Dann geht's mir besser. Was war das denn? Warum steht da keiner? Oh Gott! Schön gemacht. Alter, war das wichtig. Das hat er gut verkackt, der City-Spieler. Boah. Oh Mann, ey, der ist auch ein Fliegengewicht. Der fliegt auch immer irgendwas. Jedes Mal um, ey. Komm, 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 komm. Ja. Der war richtig scheiße wieder. Drauf, drauf, drauf. Boah, gut, dass er nicht schießen kann. Wer war das überhaupt? Ja, ja, Touré. Komm, komm, drauf jetzt hier. Du solltest auf den da in der Mitte, das sind immer so komische Pässe, die einfach nur scheiße sind, wa? Da weiß ich auch immer nicht, wie ich das genau verhindern soll. Weil ich es ja sowieso von Anfang an schon nicht wollte eigentlich. Ich dribbel mich einfach durch! Komm schon, yes, Alter! Obama Young! Uhuhu. Ja, schön.
Pierre-Emerick Aubameyang steht da. Moment, das ist, glaube ich, ganz gut, nochmal einen Wechsel zu vollführen. Und Schein vielleicht mal. Ramos. Komm. Für den Torschützen hat sein Ding gemacht, so. Aubameyang. Kann er sich erstmal ausruhen, ne? Oder macht nochmal ein Ding. Ah, nee, doch nicht, schade. Das war ein bisschen übermütig, würde ich behaupten. Aber das ist doch ganz nice, so. Ja, Bender ist jetzt nicht unbedingt der Sprinter. Was ist das gewesen? Bist du blöde? Junge, du kommst nie wieder ins Team. Was war das denn für eine Aktion? Hast du das gesehen? Mach es! Mann, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, die Chance. What the fuck, Alter, was spiele ich hier für eine Scheiße? War das mein Spieler? Ja, tatsächlich, natürlich. Was ist der Nächste? Fess dich ans Bein. Was machst du denn? Das Hummels. Spiel rüber, du kannst es nicht mehr. Zieh ab! Oh Gott! Kagawa ist übel am Arsch. Ey, die sind ganz gut offen jetzt. Oh Gott, was ist das jedes Mal? Oh Gott, meine Spieler sind so am Sack. Hallo, darf ich mal den links anstellen? Ja, dankeschön. Jetzt. Wo es fast schon vorbei ist, durfte ich den anwählen. Ja, geil. Ja, geil! Ich drück die ganze Zeit zum Anwählen, dass ich da den Schmelzer bekomme und er macht's einfach nicht. Oh Gott. Hammergeil. Hammergeil. Oh Gott, das ist so nervig in diesem Wechsel. Ist ja wohl logisch, dass ich versuche, den links anzuwählen, wenn ich sehe, dass der rechts gar nicht mehr hinterherkommt, weil er direkt zusammenklappt. Nee, geht nicht. Machen wir nicht. Scheiß drauf, Mann. Ich mach jetzt noch ein Tor. Dreck hier, ey. Oh Gott. Scheißdreck, Mann. Es regt mich jetzt richtig auf, Alter. Das regt mich jetzt richtig auf. Es war mindestens Minimum 75% des Spiels schuld und 25% ich. Weil ich dann doch den Spieler noch bekommen und trotzdem Scheiße gebaut habe. Das ist kacke, Mann. Gut, dass er den hier übertrieben versaut hat. Mann, das ärgert mich. Ich hätte gewinnen müssen. Naja, egal. So ist das Leben, so ist Fußball, Mensch. Beim nächsten Mal einfach gegen Real Madrid. Mal gucken. Ich muss mindestens Unentschieden holen, dann bin ich weiter. Das ist gut. Ich denke mal, es hat nur eine Hinspielphase. Würde mich wundern, wenn das Turnier jetzt Rückspiel auch noch hat. Gut, Leute, ich würde sagen, das reicht aber erstmal für den ersten Part. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, unterstützt das Projekt. Und am besten nicht nur Part 1, sondern auch die folgenden, weil, wie gesagt, es liegt an eurem Feedback, wie lange das geht und wie lange es nicht geht. Und ansonsten Tipps und Tricks, haut sie gerne rein. Ihr seht ja auch selber, wie ich spiele. Vielleicht habt ihr da irgendwie Tipps, versucht mal das, versucht mal dies. Könnte vielleicht helfen, könnte nicht helfen, mal gucken. Und ja, zum Transfer. Wie gesagt, ich versuche jetzt Bellarabi zu holen. Der wird für den Spielstil wird er perfekt passen eigentlich. Aber mal gucken, ob wir den bekommen oder nicht. Gut, Leute, das war's. Danke fürs Zusehen auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.